Oh, hallo, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Plants vs. Zombies. Pflanzen gegen Zombies. Also ich werde zwar einen Part aufnehmen, hat einen speziellen Grund. Und ich habe heute bei eBay tatsächlich ziemlich viel Geld für meine Verhältnisse ausgegeben. Für dieses Hobby hier. Mehr dazu gleich. Erstmal gucken, dass ich das hier richtig hinkriege. Sehr, das Spiel läuft mit wenig FPS. Ich hoffe, dass ich glaube nicht diesmal ein bisschen mehr nebenbei. Ich hoffe, das wird es nicht deswegen. Wenn doch, muss ich da nächstes Mal was machen. Ich hoffe, es geht noch diesen Part. Zack, zack, zack. Und dann nehmen wir noch. Ja, doch, immer damit reinkommen. Jetzt Bock. Erzähle ich denn gleich, ne? Mal erstmal gucken, dass wir den Anfang hier vernünftig hinkriegen. Fängt alles ganz normal an. Einmal wieder Sonnenblume. Ich werde hier wieder zwei reinmachen. Also ich behalte die Taktik einfach bei. Mal gucken, wie lange ich das kann. Das wird dann übrigens verloren gehen. Glaube ich, nach dieser Runde ist, glaube ich, das letzte Mal, dass wir die haben. Ich würde die nicht mal kaufen, wenn ganz ehrlich, viel zu viel. Naja. Ich weiß nicht, für mich lohnt sich das nicht wirklich. Na gut, ich fange so schon mal an zu fangen. Wie gesagt, habe dieses Mal wirklich verdammt viel Geld ausgegeben. Genau nochmal 140 Euro. Für eine Sache. Dann würde ich mir auch noch schon einen kleinen Traum erfüllen können. Wer es nicht weiß, ich wissen nur kaum welche von euch, weil ich das glaube ich gar nicht erwähnt hatte. Bin ich ein wirklich großer Fan der Ratchet & Clank-Serie. Vor allem halt die PlayStation 2 Spiele, Ratchet & Clank 1, 2, 3 und Gladiator. Denn diese habe ich. Ich hoffe, ich passe, ey. Habe ich nämlich selbst auch gespielt als Kind. Ich habe Teil 1, glaube ich, 10 Mal durch. Mindestens. Mindestens. Naja. Ich wollte es natürlich schon immer mal Let's Playen. Habe es tatsächlich auf meinem anderen Account, der wirklich Tado neu heißt, auch getan. Allerdings. Naja, habe es halt mit der Kamera für Takedown aufgenommen. Von meinem Kumpel. Und es ist nun mal, man macht jetzt plötzlich mit der Kamera, ich weiß, ich hätte es mir angesehen heute mal. Ich wollte es auch nicht gucken. Die Qualität ist okay, sag ich mal. Also es gibt ja das Parts, da sieht man so schnell gar nicht, dass es nicht von der Capture-Card oder sowas ist. Aber es ist halt nicht die Qualität, die erwartet wird auf YouTube. Jedenfalls habe ich mir jetzt halt tatsächlich eine Capture-Card gekauft. Die ist für HDMI, das heißt, PlayStation 3 wird aufgenommen. Ich werde deshalb auch die PlayStation 3. Oh fuck. Lass da durchrennen, passiert schon. Ist egal. Obwohl. Bam. Ich muss jetzt mit dem Sieg auf Spiel kurz drin. Ich verkacke nämlich gerade etwas, ne? Mal das da hinsetzen. Dann den dahin. Was wir genug Kohle zusammenkriegen, um den dahin zu setzen. Und der muss ich da gleich durchmachen. Da kann ich nichts gegen machen. So, ich muss jetzt aber. Sorry, ich muss mich jetzt darauf konzentrieren. Aber ihr seht schon, jetzt lief jetzt ohne deutlich besser. Und ich möchte jetzt hier nicht verkacken, deswegen. Das ist definitiv nicht das, was ich will. Ärgerlich, weil genau an der Stelle natürlich jetzt der Dings war, ne? Der große. Naja, egal. Wird schon. Wie gesagt, mir die Capture Card geholt. Für die PlayStation 3. Mehr Konsolen habe ich davon nicht, aber wer weiß. Immer sagt man so, wahrscheinlich die nächsten paar Generationen, nehme ich mal, werden mit HDMI laufen. Auf HDMI basieren. Also von daher wird es wahrscheinlich sich schon sehr gelohnt haben. Dass ich auch zukünftig dann auflegen kann, falls ich dann irgendwann tatsächlich eine PS4 kaufen sollte, aber was ich persönlich gesagt bezweifle, aber wenn, sie kann es. Ich werde das Let's Play definitiv in 720p hochladen. Das habe ich eigentlich für eine Scheiße gemacht. Grund ist ganz einfach: Die Spiele laufen eh nur in 720p. Und das lässt sich für mich wahrscheinlich leichter aufnehmen. Die Videodateien bleiben gleich, bleiben kleiner. Ich werde wahrscheinlich als erstes Ziel denn doch erstmal bloß anstreben. Ein Part alle 2 Tage.
nicht tagtäglich, weil es ist auch neu für mich. Ich muss halt nach jedem Part tatsächlich dann halt wirklich das Video schon bearbeiten. Ich kann also nicht, wie jetzt hier, könnte ich jetzt rein theoretisch 10 Parts hintereinander aufnehmen. Krieg ich da halt nicht hin. Weil ich jetzt schon bearbeiten muss, das muss ich erst von toll wieder. Das muss ich mir jetzt reinfinden. Ah, der Anfang ist schwer, wie man so schön sagt. Genauso wie hier, aber den Anfang müssen wir gleich überstanden haben. Die erste große Welle kam schon, okay. Geld. Geld werden wir definitiv gebrauchen. Zweck. Jetzt brauchen wir eigentlich muss noch sammeln. Was müssen wir auch noch machen hier? Wie gesagt, ich weiß nicht, wann dieser Party hochkommt. Ich hab hochgeladen wird. Hochkommt. Das klang wohl falsch. Weil dieser Teil hier hochgeladen wird. Also es kann sein, dass vielleicht sogar schon der erste Teil gekommen ist von Ratchet & Clank. Und ist das tatsächlich so spät. Ich habe, wie gesagt, jetzt das bestellt. Sie wird wohl in... Ich muss kurz überlegen, ist jetzt Freitagabend? Freitagabend um 0 Uhr, okay. Es ist Samstag. Samstag 0 Uhr 2. Ich habe seit Freitag bestellt, so... Freitag 21 Uhr oder soll ich den bestellen? Das sollte wohl am Donnerstag spätestens wohl ankommen. Hoffe ich doch. Dann werde ich wahrscheinlich am Wochenende definitiv die ersten Aufnahmen richtig machen. Die erste große Aufnahme bisher schon mal. Die Partlänge weiß ich persönlich gesagt noch gar nicht. Das muss ich mich erstmal reinfinden. Ich schätze mal, ich werde gucken, ob ich vielleicht halbstündige Parts machen kann. Sich dann auch vor allem in der Videogröße. Immer so, ich versuche mich jetzt so ein bisschen an das zu halten, was ein Blabli der Arbeit vor Uhrzeiten, sage ich jetzt mal, gesagt hatte. Also zwei Videos pro Woche sollte drin sein, aber ich möchte halt schon ein bisschen mehr, weil ich habe ja auch bloß ein Projekt. Doch langsam eine gute Verteidigung hin, würde ich sagen. Mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen, weil habe ich jetzt alles gesagt. Zack. Schutzwall. Eine Schutzwall will man auch schon richtig. Ich mag diese Tree-Shooter, dass ich. Boah, ich finde die geil. Für so praktisch du Spaß jetzt endlich eigentlich, weil du kriegst trotzdem so ein. Das ist das mal an, die haben da keine Chance. Also wenn die Taktik aufgeht, ist das okay, ey. Wie sollen die da durchkommen? Gar nicht. Das ist doch der Alter, das ist der Wahnsinn. Das ist nicht meine Verteidigungsanlage, ey. Ich bin mal gespannt, ob ich dieses Spiel tatsächlich auch mal zu Ende kriege. Bisher ist es übrigens noch pausiert, also der Vorsender hat bisher immer noch pausiert. Seit der neuen Qualität. Ich glaube Teil 12? Ne, 13. 13 glaube ich war der erste Teil mit der neuen Qualität. Seit dem Part ist es immer noch pausiert. Mann, ey. Wenn das keine Verteidigung ist. Ich finde, gerade an den Seiten haben sie keine Chance, weil da halt wirklich zwei schießen. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hätte wirklich bloß 3 sind auf 3, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, die sind 9. Letzte Welle. Last Wave. But, und ich habe meine Verteidigung übrigens komplett. Denn hier vorne groß bauen lohnt sich gar nicht. Ich sag komplett weg einfach damit. Sonst muss ich schon mal einen Bus aufsammeln.
Oh, und mir fällt gerade nicht auf, ich habe übrigens vergessen, die Uhr zu starten. Das Programm ist sogar aus. Ich kann es gar nicht machen, jetzt nachträglich. Dann wird es wahrscheinlich zwei Level geben. Mach ich zwei Level. Ah, stimmt, die sind auch geil. Die sind auch cool. Ah, wo baue ich denn die hin? Erbsen, die hindurch fliegen, werden zu voll werden. Das ist so cool. Verdoppelt den Schaden einfach mal, der ganze Samen. Das ist natürlich auch geil, wenn das hier vorne aufbaut. Braucht natürlich eine weitere Welle vorne. Ich weiß nicht, ob ich den noch weiter noch von setzen kann, die Dinger. Dann müsste ich ein Zunderholz hinter haben schon. Damit wirklich Schaden ist, sonst wird er vielleicht doch abgefressen, weil desto weniger Zeit haben sie, desto weiter ich die vorsetze. Desto weniger Zeit haben sie halt. Desto schnell müssen sie die abballern können. Weiß nicht. Speziallevel, normales Level? Normales Level. Die sind fies. Sind im Wasser ganz schnell und springen über die erste drüber. Fies, sage ich, oh fies. Das nehme ich als nächstes. Den Schutzwall kann ich bauen. Das. Werde ich auf jeden Fall bauen. Die brauche ich und das. Angela Merkel brauche ich nicht. Let's go. Jetzt ist fertig, los, pflanzen. Ich würde sagen, am Anfang fange ich, warte ich wieder. Er sieht jetzt, wie sie Gabel, die, Gabel? Nee. Hake? Ja, Hake, ne? Gott. Jetzt übrigens weg. Ihr seid hier nur drei Level. Leider. So, wäre vielleicht nicht schlecht, das hier oben zu setzen, ne? Ist vielleicht keine allzu schlechte Idee. Am Anfang muss man wirklich, dass man schnell einsammelt. Ich glaube, das mit dem Einsam wieder noch. Das sollte klappen. So. Brains. Ich sammle erstmal. Hier den ersten Tree-Shooter einzusetzen. So. Ich würde sagen, jetzt warte ich auf den zweiten Tree-Shooter, damit ich erstmal schon einmal kleine Welle habe. Die drei Lanes verteidigt. Müssen die träumt. Ist jetzt bei Dings hier durch. Hauptsache kommt nicht durch, das ist wichtig. Das habe ich gerade ein bisschen drüber nachgedacht und ja. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Ich habe mich nichts mehr geredet und habe irgendwie komplett gefailt hier. Aber richtig gefailt. Okay, so, wir setzen mal hier mal. Ich darf gerade in diesem Level eigentlich nicht so träumen, weil es wird ja noch ziemlich schwierig, wenn der Ding, wenn das Vieh mit den Delfinen kommt, was ich erwähnt hatte, was ziemlich fies ist. Das hatte ich ja dazu erwähnt. Und das ist es auch, das solltet ihr merken. Obwohl es dagegen eine kleine Verteidigungsmethode gibt. Probier sie auf jeden Fall aus. Quatsch. Lass mal den dorthin. Wenn wir die erste Reihe fertig haben.
Erste Verteidigungsreihe ist fertig. Supi. Ah, keine Sonnenblume mehr hier. Oh, Geld. Ich habe schon wieder 1000 das übersehen, Mann. Schon etliches übersehen wahrscheinlich, aber naja. Ist halt leider so. Oh, der erste kommt, ihr werdet es gleich sehen. Und deswegen ist der fies. Er ist verdammt schnell am Wasser und springt über den ersten drüber. Komm ich gegen den an? Komm ich gegen den? Ja, gut, ich komme gegen den an. Nice. Oh. Lass ihn das fressen, der muss länger an dem Wasser, auf Wasser bleiben. Oh, nice. Na? Ah, na? Oh, geil. Oh, die Verteidigung ist schon stark. Meine Verteidigung ist schon richtig stark, hätte ich gar nicht gedacht. Wie stark die Verteidigung schon ist, ist ja Wahnsinn. Noch mehr Sonnenblume, Sonnenalter. Aha. Das sollte klappen, das Level schaffen wir. Das schaffen wir locker, lässig, würde ich sagen. Keine Chance hier. Sagt der, es weg, bevor er ankam, ey. Du musst halt sowas machen, weil wenn du über die erste Pflanze drüber springst, ist deine Seite einfach zu schnell. Aber danach geht's ja denn. So. Also jetzt mal erste Zünderholz. Ja, ich würde es darauf setzen. Egal, jetzt, ich muss es halt eh überall hinbauen, von daher. I don't care. Ich glaube, bis auf den er guckt, dass ob er das nicht. Das war schon. Das war schon. Ach ja, das Drüberspringen war fies und jetzt gibt's da in die Mitte gegen, ne? Und da hätten wir das bitte gegen diese springenden Pflanzen. Hochwalnuss, passive Mauer, die nicht übersprungen werden kann. Gibt gegen alles eine Lösung. Ich weiß noch nicht, ob ich die einsetze. Weil die kosten halt auch 75 mehr, ne? Die kosten mehr als das Doppelte. Hm, die alten. Und ja. Naja. Was kommt denn hier? Ich glaube, ich werde mit meiner Taktik noch weiterkommen. Mal gucken. Ich glaube, ich habe es mehr oder weniger mit der Taktik geschafft. Also ich habe das Spiel schon einmal durch. Das sollte also eigentlich funktionieren. Mal sehen. Menü? Doch, Menü, ne? Hauptmenü. Passt. 3-9. Oh, 3-9. Ist das, glaube ich, dann das vorletzte Level hierfür, ne? Ja. Gut. Bis dahin. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte, der Capture Card. Ich freue mich drauf, mal sehen, ob dieser Teil früher kommt oder der Teil mit der Capture Card. Ich werde sehen. Auf jeden Fall, ich hoffe aufs Beste. Ich hoffe, dass ich keinen Anschluss meiner Eltern kriege, weil die wissen davon gar nichts. Naja. Aber das ist ja auch mein Bier, nicht euers. Ihr wollt eine gute Qualität sehen. Ich muss auch mal gucken, dass ich den kriege, damit ich auch ein paar Leute habe, die gucken. Bisher guckt ja kein Schwein hier. Mann. Na komm, ich glaube zu viel Scheiße. Bis zum nächsten Part. Ciao.